Moin Magic Soul, du hast einen Wunsch manifestiert, doch genau das Gegenteil ist eingetreten. Warum das so ist, welches Gesetz sich dahinter verbirgt, warum dich das Universum testet und wie du diesen Test bestehst. Und wir wollen auch schauen, kann es sein, dass das vielleicht ein total positives Zeichen ist? Weil wenn du das verstehst, sich dein komplettes Leben ändert. Ja, all das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, ich kenne das nur zu gut. Du hast diese Vorfreude. Erstmal hast du dich entschieden, dass für diesen Wunsch, der Wunsch hat dich ja besucht, habe ich ja neulich schon mal ein Video drüber gebracht, kommt von deiner Seele. Du weißt, alles ist in dir, es hat sie ja schon vorbereitet, jetzt an dir angelegt. Jetzt gilt es natürlich darum, genau zu der Version zu werden, die neue ID anzunehmen, die diesen Wunsch auch handeln kann, die diesen Wunsch auch empfangen kann und annehmen kann. So, damit hast du dich schon mal beschäftigt, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass du wirklich in deine neue ID gehst, dass du dir wirklich überlegst, und die Erfolgsformel dafür habe ich dir in einem anderen Video ja schon mitgegeben. Falls du die noch nicht kennst, schau dir das gerne an. Ich verlinke das in der Beschreibung. Dass du genau weißt, wie musst du anders fühlen, denken, handeln und glauben. Wie darfst du anders fühlen, denken, handeln und glauben? Weil du ja, wie gesagt, höher schwingen sollst. Du sollst in eine höhere Version von dir werden. Und das bedeutet eben auch Veränderung. Weil wenn du mit deiner alten Programmierung weitermachst, wird der Wunsch nicht in dein Leben kommen. Das heißt, du brauchst eine neue Programmierung, du brauchst ein neues Filtersystem. Weil Manifestation geht durch dich wird geliefert. Das heißt, die Veränderung beginnt in dir. Und beim Manifestieren geht es nicht darum, etwas zu haben, sondern um etwas zu werden. Also brauchst du eine neue ID. Da wollen wir noch mal kurz reingehen, warum das so wichtig ist und vor allen Dingen, warum du wissen musst, wie sich dieses Gefühl deiner neuen ID anfühlt, damit du diesen Test auch bestehen kannst vom Universum. Dann wollen wir natürlich ganz pragmatische Beispiele habe ich mitgebracht für dich, wo ich mit dir eine Übung mache, wo du für dich genau diesen Unterschied herausfinden kannst. Und ich werde dir natürlich auch verraten, warum das nämlich positiv ist, dass du genau dieses Gegenteil bekommst, nämlich das ist das Gesetz der Gegensätzlichkeit. Und das Spannende ist, wenn du weißt, wie dieses Gesetz funktioniert, wirst du in nächster Zeit sagen, wenn das kommt, wie das Gegenteil eintritt, high five Universum, ich weiß, wie es geht. Okay, so, also, das heißt, überleg dir jetzt mal wirklich, fühl dich mal richtig rein, weil deine Seele kommuniziert ja über dein Gefühl. Geh mal richtig in diese Energie rein, diese Frequenz, in diese Stimmung, was es bedeutet, diese ID zu sein, diese neue Version von dir, diese higher Version, die perfekt ist für diesen Wunsch, dass dieser Wunsch in dein Leben kommen kann. Fühl dich mal richtig rein. Und schau mal, was da passiert. Und natürlich, je mehr du in deiner Soul-ID bist, desto kraftvoller wird es. Das ist mega cool. Und auch dieses Gefühl wird kraftvoller sein, als es wahrscheinlich vorher war. Okay, wenn du das hast, wollen wir jetzt mal direkt in ein Beispiel gehen. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich noch mal kurz gesagt, dass du dieses Selbstbewusstsein hast, wie diese neue ID tickt, wie sie denkt, wie sie fühlt und wie sie handelt. Weil nur dann kannst du den Unterschied auch sozusagen vergleichen. Und wichtig ist, dass wir eben von unserer alten Programmierung wegkommen. Das, was unsere Gesellschaft uns gelehrt hat, uns klein zu halten. Da denkst du denn, wer du bist, du kannst nicht alles haben, all diese ganzen Sachen. Aber wir gehen jetzt in die neue Welt. Und in der neuen Welt ist das alles möglich. Da geht es nicht mehr um Limitierung, sondern da geht es um Fülle. Das heißt, dass wir alles haben können. Und da du da ja auch sowieso mehr mit deiner Seele bist, die kennt ja keine Limitierung, das ist ja völlig egal, die weiß, warum die hier ist, die kennt deine wahre Größe oder eure wahre Größe und die hat ja auch einen Plan. Die weiß ja hundertprozentig, was sie mit dir vorhat. Okay, so, aber jetzt mal zum pragmatischen Beispiel. Stell dir mal vor, also du hast jetzt dieses Gefühl, schreib gerne mal einen schönen Emoji oder ein Herz oder wie auch immer in die Kommentare, dass ich weiß, du bist jetzt in deiner wundervollen Energie, deiner neuen ID. Fühl dich da nochmal richtig rein. Ach, das ist sie. Okay, so. Erstes Beispiel. Du wünschst dir oder hast dir Reichtum und Fülle gewünscht. Wow. So, was passiert? Du bekommst eine richtig fette Rechnung. Guck mal, was bei dir passiert. Vielleicht ist das auch gerade deine Situation. Guck mal bitte, was bei dir passiert. Was für ein Gefühl taucht auf. Wie krampfst du dich zusammen?
Und was passiert? Selbstzweifel. Oh, ich habe es nicht geschafft. Wieso kommt das denn jetzt? Und ich habe mir noch was ganz anderes gewünscht. Und wo bist du? Wieder da unten im Mangel. Du bist in deiner alten ID. Weil da wolltest du ja nicht mehr sein, weil du wolltest ja Reichtum und Fülle. Das Spannende ist, wenn du dich jetzt mal in deine neue ID reinbeamst sozusagen, was bedeutet denn das? Was bedeutet denn, wie würdest du denn dann handeln? Dann würdest du sagen, ja cool, bezahle ich, ist doch klar. Und das Schöne ist, wenn du für dich verstehst, und jetzt komme ich auch schon mal zur Auflösung von diesem Zeichen, das ist nämlich das Zeichen des Universums, dass dein Wunsch auf dem Weg zu dir ist. Das heißt, du kannst jetzt in Zukunft, wo du es weißt, sagen, cool Universum, ich weiß Bescheid. Und warum ist das so und warum ist das so wichtig und was ist das, hat es mit dem Gesetz der Gegensätzlichkeit zu tun? Du wirst geprüft, weil du ja für dich entschieden hast, du willst in dieser neuen Version von dir sein. Das heißt, da wäre es ganz normal, dass du eben auch solche Rechnungen bekommst. Nur du wirst anders damit umgehen. Das heißt, du wirst dich neu entscheiden können, wie du damit umgehst. Verstehst du, wie ich das meine? Das ist das Coole. Lass uns noch mal ein anderes Beispiel nehmen. Oder auch, nee, eins möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn du jetzt gerade vielleicht in der Situation bist, wo du sagst, ja, wie soll ich denn damit jetzt umgehen? Ein cooler Trick. Und zwar, wenn du eine Rechnung bekommst und sagst, oh, das passt jetzt aber gar nicht, ich habe mir jetzt aber Reichtum und Fülle gewünscht, so, ne? Und du jetzt gerade mal wieder in den Mangel gerutscht bist und gar nicht in deiner frohlocken neuen ID, in der Energie dich gerade bewegst, wo vielleicht auch erstmal alles so im Flow war oder wie auch immer und auf einmal kommt es anders, weil es ist ja immer leichter für uns, an das zu glauben, ne? Wenn wir im Flow sind, wenn alles läuft, aber wenn es dann nicht mehr läuft, dann fangen wir an, alles anzuzweifeln. Ne? Haben wir auch so gelernt von unserer Gesellschaft. Wir sind Menschen, das kann alles passieren, aber du musst es nicht mehr so machen. Du kannst es verändern und sofern du merkst, rutscht da rein, kannst du dich wieder rausholen. Das heißt also der Trick. Wenn du eine Rechnung bezahlen musst, denk doch jetzt in Zukunft immer mal, du zahlst dir selbst diese Rechnung. Oi, merkst du, wie die Energie sich verändert? Cool. Genauso kannst du dir auch überlegen, wenn du jetzt etwas bezahlst, weil Geld will fließen und Geld kommt zu dir, wenn du es auch ausgibst. Das heißt jetzt nicht, du musst jetzt alles ausgeben und kommst zu dir, das, du weißt, wie ich das meine. Aber Geld will fließen. Das heißt, dass du dir zum Beispiel auch einfach mal beim nächsten Mal einfach, ach, das gönne ich mir jetzt mal, dass du wieder so in dieser Energie bist, in dieser Fülle bist. Dass du, ah, ich darf das haben, ich kann das haben und ich bin ja auch hier, um in der Fülle zu sein. Deine Seele ist nicht hier, um im Mangel zu sein, die will hier sein, um in der Fülle zu sein. So. Wenn du das für dich verstanden hast, wirst du schon mal merken, ah, auch cool. Vor allen Dingen, was machst du denn, wenn du Geld bezahlst, wenn du ins Restaurant gehst, wenn du eine Rechnung bezahlst, du schaffst Arbeitsplätze, wenn du Trinkgeld gibst, die freuen sich, dass sie ein Trinkgeld bekommen haben für ihre gute Leistung, weil sie dich so schön bedient haben. Also, du tust so viel Positives damit. Und wenn du das siehst und nicht, oh, das Geld wird weniger, sondern, ah, was ich damit Tolles machen kann, wie viel, sage ich mal, Auszeichnung und Wertschätzung ich damit geben kann, kommst du in eine ganz andere Energie und da wird auch viel mehr Fülle und Reichtum letztendlich in deinem Leben sein. Geht gar nicht anders, weil du kannst nicht in Scarcity sein oder in der Fülle und Reichtum, das geht nicht. Im Mangel oder in der Fülle, geht nicht. Du kannst nur in einer Sache zur Zeit sein und das ist das Spannende. Und du entscheidest, wo du dich aufhalten möchtest. So, und dann, was ich ja auch immer mache, ist, wenn ich einkaufen gehe, jedes Mal, wenn ich bezahle, sage ich arigato, see you later and come back with your friends. Weil Geld fließt, Geld geht und kommt. Aber wir halten oftmals krampfhaft fest. So. Das ist zum Beispiel ein ganz toller Trick, um dich, wie gesagt, wieder auch in dieses tolle Gefühl zu bringen. Dann gehen wir doch mal weiter. Business. So, also, du wünschst, ja, du willst so gerne erfolgreich sein. Ach, und wenn die Kunden, und ah, das ist so toll, du hast ja sowas Tolles anzubieten. Und auf einmal, Erfolg ist nicht so recht, Kunden kommen auch nicht auf, als ob so irgendwie so, wo du denkst, hä? Hallo, geht mein Internet noch, geht mein Telefon noch, was ist denn das? Das ist auch der Test vom Universum, weil du gesagt hast, ich habe ganz viele Kunden, die stehen Schlange, ich habe eine Warteliste, das hast du alles visualisiert, da bist du all drin und oh, ich habe einen Erfolg und ich bin da und hier und oh, wow, und du siehst dich hier und da. So, das heißt, was passiert, wenn dann auf einmal keine Kunden mehr kommen, wenn du nicht diesen Erfolg hast, den du dir vorgestellt hast? Du gehst in Mangel. Du fängst wieder an, an dir zu zweifeln. Oh, ist das doch nicht gut, was ich mache? Oder bin ich überhaupt richtig dafür? Und habe ich mich jetzt übernommen, dachte ich, oder mich überschätzt, dachte ich, ich bin das vielleicht wert, aber ich bin es gar nicht wert. Und immer bin ich der Loser. Und, also, da, 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 da.
Wo bist du? Wieder in deiner alten Programmierung, in deiner alten ID. Da raus in die neue ID und visualisiere. Heiße deine Kunden willkommen, sende ihnen ganz viel Liebe, zieh sie magnetisch dadurch an, weil wenn du in dieser fröhlichen Art bist, in deiner Lieben, in deiner Liebe, in deiner Energie, dann kommen sie auch wieder. Aber das ist so spannend, das ist so ein Spiegel. Du weißt ja, dein Umfeld spiegelt dich wieder. Hast du Zweifel, haben deine Kunden Zweifel. Hast du keinen Zweifel, haben deine Kunden auch keinen Zweifel. Es ist mega spannend, wenn du das mal richtig beobachtest, was da los ist. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Du bist eine, also bleiben wir noch mal im Business, du bist eine Soul-Leaderin und jetzt, wow, ich bin hier, wow, wahre Größe und ich habe hier was zu führen und oh, was sich alles verändert, ich gehe neue Wege, ich bin eine Visionärin und dann kommt Kritik. Oh, und das Gemeine ist, da braucht ja nur eine Kritik kommen und viele sacken ein und geben dann auf. Es sind so viele Menschen einfach da, die dann aufgeben, weil sie denken, das ist doch nicht für mich bestimmt, ich kann das doch nicht, weil sie wieder in ihre alte Programmierung fallen, in ihre Limitierung. Und das bitte nicht. Du hast jede Sekunde die Chance, das zu verändern und das zu trainieren, dass du in deiner neuen ID bleibst. Dann genauso, lass uns mal in die Liebe gehen, Seelenpartner. Du hast deinen Seelenpartner manifestiert, boah, kommt aber erstmal ein Wachküsser oder wie auch immer, wie ich sie auch gerne nennen, Wachrüttler. Und dann funktioniert es aber nicht und du denkst so, oh, das ist ja vielleicht gewesen und hier und da und dann bist du wieder total frustriert, warum und verzweifelt, aber das war doch so, bam, und wieso ich denn wieder nicht und schon wieder bist du im Mangel und nicht in deiner neuen ID, die sagt, ha, ich weiß genau, was ich will, ich bin cool, ich bin es wert und oh, so, in deiner Selbstliebe, das ist deine neue ID. Nee, da fällst du nämlich auch wieder raus. Genauso. Du weißt, dass das dein Seelenpartner ist. Und vielleicht schwebst du erstmal Wolke 7 und dann ist der doof. Und dann auf einmal fängst du an, anzuzweifeln. Zu zweifeln, ob das überhaupt dein Seelenpartner ist, weil der gerade so doof ist, weil er dir vielleicht wehgetan hat und so. Hast du auch noch nicht, bist du auch gerade dann rausgerutscht aus deiner ID. Aber das Schöne ist auch, wenn man sich das einfach mal bewusst macht. Das bedeutet ja, wenn du da noch ein bisschen öfters rausrutschst, und wie gesagt, mach dir da jetzt auch keinen Stress. Wir sind Menschen und wir müssen es einfach lernen. Das ist ganz neu, was wir jetzt lernen dürfen für die neue Welt. Das ist eine ganz neue Programmierung. Das ist so ungewohnt für uns, dass wir da erstmal natürlich ein bisschen rumstolpern, ist ja ganz klar. Aber sofern du dir das bewusst machst und positiv mit dir umgehst und auch sagst, okay, das ist ein Prozess und ich genieße diesen Prozess, weil das ist ja der Weg zu mir, da kann dir doch gar nichts mit passieren. Und wenn du jetzt weißt, dass das ein Zeichen des Universums, ein positives, dass ja dein Wunsch auf dem Weg zu dir ist, dass es jetzt nur noch für dich gilt, diesen Wunsch anzunehmen, also wirklich in dieser ID zu sein, ist doch mega cool, oder? Und so bestehst du den Test, weil du weißt, worum es geht. Wie gesagt, dich kann nichts mehr einschüchtern, du wirst immer sicherer in deinem Prozess und vor allen Dingen wirst du nicht nur einen einzigen Wunsch fokussieren, sondern du wirst, dein ganzes Leben wird ein sogenanntes Wunschkonzert sein, wenn du das mit deiner Seele liebst, lebst in deiner Soul-ID. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao for now. We love you. Du bist Magic. Deine Annette und Easy. Ciao.